So, moin moin Leute, was geht? Euer Sebi darf euch wieder herzlich begrüßen bei einer weiteren Folge von dem geilen Full HD. Oh, ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, dass es jetzt Full HD ist. Es sieht so anders aus und so geil. Oh. Ja, letzte Folge kann ich mich noch erinnern, dass wir hier einen Stern hatten. Und neue Ware, genau. Ich wollte ja beim neuen Laden. Aber bevor der Stern verschwindet, wollte ich jetzt erstmal schnell den Stern machen, damit er uns nicht abhaut. Komm, fahr doch hier geradeaus, Junge. Was soll denn das? Was soll denn der Geiz? Okay, du willst doch nicht, dass ich da lang fahre. Okay, du hättest. Ja. Ja, gut. Dann fahren wir halt da lang. Mal gucken, was das Gelbe heißt. Geradeaus. Hier ist ein gelbes Rennen. Stimmt. Okay. Ja, hier gibt es nämlich auch einige wichtige Rennen. So. Stern. Jetzt weiß ich, warum wir manchmal zum Karosserieshop und so, weil wir die Gegner gemacht haben. Genau wie in der letzten Folge haben wir einen Tunings-Upgrade bekommen. Und ich wollte in der letzten Folge, ja, habe ich eigentlich ja gesagt, ja, dass wir nur Dings machen. Gegner, aber da kam doch was dazwischen. Ja, also wir machen das jetzt so. Passt auf, Leute, wir machen das jetzt so. Wir fahren jetzt zu diesem Stern. Ja? So, machen das jetzt, dann haben wir das. Dann fahren wir zum Autohändler und holen uns ein neues Auto. Wenn es denn eins Gescheites gibt. So, dann werden wir ein wenig, ja, ich will mich ein bisschen Geld sparen. Ich möchte für das neue Auto dann nicht schon wieder eine Leistung ausgeben. Weil das kostet ja auch ein bisschen. Der wäre zum Beispiel geil. Hier, der Supra. Aber nee, das heben wir uns mal ein bisschen auf, sondern machen dann wirklich konkret nur Gegner. Und wenn wir Rennen sehen, halt Rennen, die uns auch gefallen tun. Grundkurs zum Beispiel dauert halt unendlich lange. Ja, toll. Jetzt hat er mich außenrum geschickt, der Luen. Natürlich kann ich die beitreten. Oh, die gefallen mir so überhaupt nicht, ne? So, 801. Okay. Gut, dann wollte ich mal in den speziellen Shop nochmal fahren, weil es da ja auch neue Sachen gab. Toll, da war aber ein lilanes Rennen noch vorher. Das bin ich aber nicht gefahren, oder? Bin ich das gefahren? Nein, bin ich nicht gefahren. Fail. Na gut. Kann man nichts machen. So. Gucken wir mal rein. Ah, das ist neu hier. 500 Euro dafür, das bringt mir überhaupt nichts. Neonröhren haben wir noch keine neue. Scheibenfolien. Ja, was bringen die mir? 305. Ja, komm, Scheißdreck. So, Licht habe ich gelb. Nitro habe ich auch schon. Das habe ich installiert, oder? Voll Schwachsinn. Auf jeden Fall Boxen holen wir uns. Achso, haben wir ja schon. Scheiße. Ja. Kofferraum, da haben wir nur das da. Okay, leider. Hm. Die Felgen hier, 41 bringen die. Da warte ich lieber, bis wir geilere haben. Und das haben wir noch nicht. Okay, hier gibt es nicht so viel geiles Shit, was ich mir gedacht hätte. Dann würde ich sagen, fahren wir schnell zum Autohändler. Da ist er. Wo sind wir hier? Dann fahren wir mal schnell zum Autohändler und gucken uns mal die Karren an, was die haben. Der ist hier. Also bis jetzt kann man sagen, ich habe ein Rennen sozusagen nicht gefunden. Oder vielleicht habe ich es doch dann gefunden bei Beacon Tell, was er gesagt hat da in der Einfolge, wo ich noch rumgeguckt bin. Mit dem Opel war das, ne? Halt. So, mal gucken, was es für Karren gibt, weil, wie gesagt, ich habe gesehen, dass wir eine Karre uns noch besorgen können. Und lass dich inspirieren. Hier kannst du dir einen neuen Wagen aussuchen. Ja, ja. Toyota Dada. Hm. Naja. Den hatten wir schon vorher. Naja, also naja, gut. Nun hat sich's nicht. Machen wir nicht. So.
Gegner. Dann fahren wir einfach mal auf die Autobahn. Müssen wir hier hochfahren. Noch weiter hochfahren. Dann können wir den ja schon mal annehmen hier und dann den abhängen. Wenn der unsere Richtung jetzt fährt, leider nicht. Machen wir einen anderen, weil der ist, glaube ich, schon hart. So, dann fahren wir jetzt hier links. Hey, alles klar? Hast du schon gehört, dass im Bereich Hotel Plaza ein Rennen starten soll? Sind wohl so ein paar Nasen mit mehr Kohle als Hirn. Ist bestimmt leicht verdientes Geld. Falls du in der Nähe bist, kannst du dir das mal ansehen und mir Bescheid sagen? Ja. Mach mal Abgang. Verstecktes Rennen geht immer, Leute. Vor allem bringt Kohle. Achso, ich wollte in der letzten Folge auch unser Auto mal ein bisschen aufpimpen. Ne? Ein bisschen hochtunen. Wow. Ja, das gucken wir jetzt erstmal nach Dings, nach dem versteckten Rennen. Da können wir 850, da können wir ein bisschen ausgeben, mal ein bisschen. Vor allem die Farbe muss mal geändert werden, anderes Vinyl muss mal drauf. Andere Felgen müssen mal, weil wir ja Hotel, so, das deaktivieren wir mal. Das Kärchen. Und dann müssen wir in Hotel Plaza schon wieder fahren. Wie gesagt, die Rennen sind immer an derselben Stelle. Man muss halt nur wissen, wo die sind. So, jetzt fahren wir aber mal links hier rein. Na, was ist das? Ach, geht gar nicht. Gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall nichts. So. Gucken wir mal hier rechts rein. Habe ich aber nichts blinken sehen. Da ist auch nichts. Ach, da müssen wir mal hier links. So, da ist noch nichts. Okay. Müssen wir einfach mal ein bisschen rumgucken. Ne? Ja, gucken wir mal hier links, weil hier links gibt es auch immer meistens einen Rennen. Ah, okay, hier ist es nicht. Wo könnte das jetzt noch sein? Also ich glaube, dass es da oben sein könnte. Was ich ziemlich stark denke. Na, jetzt sind wir hier bei South Market. Da wollen wir aber nicht hin. Na, hier ist ein Driftrennen. Das will ich aber nicht fahren. Hotel Plaza. Ihr wisst schon, wo ich meine, wo da oben. Genau, hier oben. Hier wird es vielleicht auch sein. Hier geht es nämlich auch meistens rein. Nein, okay. Hier ist wieder South Market wahrscheinlich. Ja. Fahren wir mal wieder zurück kurz. Hotel Plaza. Fahren wir mal beim grünen Tuning Shop vorbei. Mücke macht Job. Mücke macht Job, nervt mich nicht. Ich denke aber nicht, dass hier irgendwas ist. Ne, hier ist nichts. Eck, Mücke. Nervt mich später nicht. Ich habe sogar bitte gesagt. So. Wo könnte das Rennen sein? Der hat mich doch schon wieder verarscht, der Junge. Wetten. Hier ist meistens auch ein Rennen. Da ist bestimmt das Hotel Plaza. In der Nähe von Hotel Plaza hat er ja gesagt, ne? Ja, das war ja die Abkürzung da, da ist nichts. Fahren wir aber noch kurz hier lang. Weil wir ja auch hier rechts rumfahren können. Obwohl. Dann müssen wir mal hier lang. Macht schon jetzt mal ab. Nerv mich nicht. Okay? Bisschen geradeaus fahren. Hier ist das. Schade, ich habe schon gedacht, ich habe schon gefeiert innerlich. Alter, was ist denn hier los? Naja, ich denke mal nicht, dass wir es jetzt finden werden. Hier ist schon wieder Station. Hm. Links war nichts. South Market. Gucken, ob hier was ist. Gucken wir mal bei dem roten Tuning Shop da.
Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn er das sagt, bla bla, kannst du das mal ansehen, dann ist es da nicht. Habe ich das Gefühl. Hier ist ein Drift drin. Da möchte ich aber nicht hin. Ha. Immer komisch, der Junge. Der labert Scheiße. Habe ich das Gefühl. Weil weiter kann ich ja nicht fahren. Es ist ja nur hier in diesem Bereich. Hey Kumpel! Hab gehört, dass in Beacon Hill richtig was los sein wird. Ach, auf einmal? Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du müsstest die Typen ohne Probleme finden. Super, du schon wieder. Ich trau mich ja kaum zu fragen, aber hast du wirklich vor, ein Rennen zu fahren? Nee. Mit dir garantiert nicht. Spar dir deine Sprüche. Du weißt, dass du noch früh genug auf die Schnauze fällst. Wenn du meinst. So, Junge, wo willst du jetzt langfahren? Komm, ich wollte dich annehmen. Ah, warte mal, wir machen das clever. Wir machen das jetzt so. Mache ich meistens auch immer. Immer erstmal Windschatten saugen. Dann gegen so einen Verkehr locken und dann annehmen. Oh. Das war scheiße. Ja, genau, fahr gegen den. Und ich bin so lange weg. Die holt mich sowieso wieder zu schnell ein. Obwohl mit unserem geilen Leistungsupgrade. Finde ich auch. Danke, Kollege. Ja, 100 Dollar. Ich will immer Euro sagen. Guten Teller, sind wir noch gut auf dem Weg. Fahren wir da doch mal vorbei. Pass mal auf. Ich gebe jetzt richtig Gas, also flipp nicht gleich aus, wenn du nur noch einen Blitz siehst. Mach das mal. Du weißt, was das war. Das war das erste und letzte Mal, dass ich dich gewinnen lasse. Ja. Ja, also ihr seht's, Leute, diese Spasten zu fahren, klingt Gutes. Jetzt haben wir einzigartige Felgen bekommen. Also in den grünen Schorb. Mann, Junge, wie fährst du? Drück mal richtig aufs Gas. Du Flasche. So. Hier wird es wahrscheinlich sein, wo wir unsere geilen Felgen jetzt abholen. So. Ja. Bis dahin. What the fuck? Okay, das war schon mal scheiße. Ja, das schaffen wir trotzdem. Mit unserer geilen Perle. Nur 1 Minute 24. Puh. Ist die Nitro einsacken? Dass wir ein bisschen Speed bekommen. Locker, easy. Krasse Teile, Junge. Geile Teile. So. Das muss ich mir anschauen. Geil. Boah, also, die sind schon mal scheiße. Die können wir schon mal wegmachen. Die auch. Die sind geil. Also ich glaube, die teile ich auch weg. Frage ich mal meine Freundin. Die Felge? Oder die Felge? Also die
fahren schon mal weg. Die will ich auch wegmachen. So, die oder die? Ich würde die wählen. Ja, nehmen wir die, die sehen geil aus. Okay. Danke, ich liebe dich. So. Nice Teile. Wow, was für ein Teil. Okay. Dein Wagen wird damit bestimmt toll aussehen. So. 5 Minuten, dann würde ich sagen, gehen wir mal fett krass tunen. Schürzen, Spoiler, Schweller, alles was du willst. Der Karosserieshop macht aus deinem Serienwagen was ganz Besonderes. Oh ja. So. Spoiler, haben wir neue Spoiler? Nein. Motorhauben haben wir auch nichts Neues. Da haben wir auch nichts Neues. Scheinwerfer. Ja, dann nehmen wir die. Die Rückleuchten. Bei dem Wagen sehen die so scheiße aus, ne? Da haben wir auch nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Felgen brauchen wir nicht mehr. Haben wir geile. Carbon. Das sieht doch schon mal. Naja, gut, das macht es mich jetzt nicht besser. Naja, na gut, Geld gespart. Aber Spoiler bringen was. Das sieht schon so geil aus. Also ich mag auch schon ziemlich große Spoiler. Der sieht natürlich auch ein bisschen geil aus, aber der... Der ist so klein und wellig. Also der gefällt mir jetzt so ein bisschen auf. Ich finde, wir sollten mal den nehmen. So, aha, Carbon, okay. Nehmen wir das Teil wieder. Bringt das was? Ja, okay. Dann nehmen wir wieder. Das haben wir noch nicht und das haben wir natürlich noch nicht. Natürlich noch nicht. So. Jetzt haben wir ein bisschen an Optik gemacht. Dann würde ich sagen, fahren wir mal in den roten Shop. Upsala. In den roten Shop. Und dann können wir, glaube ich, auch nochmal an den... Also ein Hotel, Bacon Hill soll ja nochmal ein Rennen sein. Da können wir dann gleich nochmal dran fahren, vorbeifahren. Aber erstmal ein bisschen pimpen, unser Wagen. Vor allem die Lacke, die sehen so, wenn du die Grafik hoch hast, so komisch aus. Erkennst du fast gar nicht mehr richtig. Wenn du den lackieren möchtest. So, Lack. Die Kunst ist, aus deinem Wagen etwas Besonderes zu machen. Das gelingt dir bestimmt mit einer neuen Lackierung. Ja, Metallic. So, das haben wir noch nicht. Puh, was für eine Farbe nehmen wir denn? Viele Farben. So ein Grün? Nee. Ich möchte schon was gerne was Spezielles haben. So ein Blau wäre geil, oder? Oder so ein Gold? So ein Gold oder ein Blau? Ich glaube Gold. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. So Felgenfarbe. Da ich ja gern eher Felgen schwarz mag, wahrscheinlich wie jeder andere. Wir können die aber auch so lackieren. Aber schwarz ist natürlich geil. Okay, so schwarz möchte ich es auch nicht haben. Also man soll schon halt so ein bisschen was sehen. Also eher so. So, jetzt können wir die nämlich auch lackieren. Rot, ja. Ah, da brauchen wir das. Was brauchen wir da? 3. Naja, gut. Dann machen wir die natürlich auch schwarz. So. Kombiniere mehrere Lagen Stickers und verpasst deinem Wagen den optimalen Style. Was haben wir denn eigentlich hier alles? Alter, wie viel Scheiße wir haben. Und das ist geil. Das kaufe ich mir mal. Warte mal, hä? Was war das jetzt? Entfernen. Warte mal. Was war das jetzt? Obere Schicht? Wo? Was? Ich habe jetzt da nichts gesehen. Untere Schicht. Was? Untere Schicht? Unterste Schicht? Unterste Mittelschicht? Werden alle 4 benötigt. Aber... Ach so, es werden alle benötigt. Ach so. Okay, ich verstehe. Dann weißt du, was wir machen? Da kommt das Grün sogar raus.
Das ist eine geile Farbe eigentlich. Was haben wir hier so? Machen wir das mal Silber. Entfernen wir das aber noch mal kurz. Was haben wir hier? Karosserie. Das ist auch immer was Geiles. Das habe ich gern bei Most Wanted genommen. Das würde mir auch geil gefallen. Zwei Abschnitte. Hersteller. Das ist langweilig. Motorhaube können wir was machen. Geil, unser Motor schreit natürlich. Dunkelblau. Rot. Und das da. Ja, machen wir gelb. So ist doch geil. So. Was haben wir jetzt hier? Wild. Warte mal, ich muss mal eine andere Farbe machen. Ich muss mal was anderes kaufen hier. Also sehe ich es nicht. So. Das machen wir so und das machen wir schwarz oder so. Ja, so. Genau, das lassen wir jetzt so. Aber das machen wir jetzt ändern. Weil sonst, dieses Graue. Das ist mir hier zu viel Gewuchtel. Das ist nur so einzelt. Flaggen. Deutschland. Das sind nur einzelne Sachen. Flamme ist so ausgelutscht. Das hat irgendwie jeder irgendwie. Guck mal, so was Einzigartiges. Was zum Totenkopf jetzt passt. Ja, genau. So ein Gesplatter zum Beispiel ist geil. Das da. Geil, das nehme ich. Das ist geil. Farbe. Was nehmen wir da? Weiß. Die Tropfen. Schwarz. Ups, ja, ne? Und das da. Rot. Ich nehme auch schwarz. Sieht doch so geil aus. Jetzt so ein dunkles Blau. Oh. Und dazu müssen wir nochmal die Felgen, aber. Auch noch weiß machen. Weg da! Ja, möchte ich kaufen. Weg da, Mücke! Macht mich wahnsinnig, die Mische. Mucke. So. Da wir 23 Minuten haben, also jetzt gleich 24 Minuten, würde ich sagen, machen wir noch schnell ein Driftrennen. Scheiß mal auf dieses versteckte Rennen, da können wir das nächste Mal hinfahren. So. Ah ne, das ist so ein Street-Dings da. Ah, von mir aus. Links, guck mal, so haben wir auch gefahren. Ja, nicht so ganz, aber. Die sich ja immer gegenlenken, ich weiß nicht wieso. Ich weiß nie wieso. Boah. Handbremse hilft. Weißt du, hier in den damaligen Need for Speed Teilen, da gab es wenigstens noch anständige Namen, warte. Hier heißen die David, Phil, Peter. Ja, in den neuesten Spielen heißen die Dragon, Flyer oder was weiß ich wie. Keine Ahnung, komisch. Das muss ich nicht verstehen. Muss ich absolut nicht verstehen, warum die denn so heißen. Okay, wir heißen zwar auch Helpless, aber es ist doch was ganz anderes.
wollte gerade sagen, niemand hat das Fass noch umgefahren. Jetzt machen wir das. Premiumleistung, sagst du? Und Sebi ist am Steuer, merkt man ja. Dieses Blau und dieses Splitscher da gefällt mir schon ganz gut. Wir könnten natürlich auch nochmal das andere drauf machen. Um einfach zu sehen, wie sich das, wie das aussieht. Können wir dann aber alles nächstes Mal machen. Auf jeden Fall erstmal von dem langweiligen Gelb weg. Boah, vor allem den Carbon, da werde ich meine Kreativitation so auslassen. Das glaubt ihr mir ja nicht. So, und es war gut, dass wir die Felgen genommen haben, weil die sehen echt geil aus. Jetzt noch einen geilen Spoiler dazu, dann wäre es echt top. So, was haben wir denn? Spezielle Neons. Nice. Gut. Bevor wir das machen, würde ich sagen, bleiben wir erstmal hier. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann ja auch gut. Kommentar, falls ihr Fragen habt. Und abonnieren, für keine Videos zu verpassen, wenn ihr wollt. Ansonsten zwinge ich zu euch nichts. Doch, dass ihr das nächste Mal einschaltet. Auf jeden Fall. Und dann sehen wir, wie die nicht fahren können. Okay, also haut rein. Euer Sebi, macht's gut. Tschö.